Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Industrial Craft 2 Tutorial. In dieser Folge geht es um den Scanner von Industrial Craft 2. Dafür brauchen wir zwei Advanced Circuits, zwei Electronic Motoren, zwei Iron Plates, ein Reinforced Glass, ein Luminator und ein Advanced Meshing Casing. Es ist eine T4 Maschine, sodass diese angeschlossen werden kann an einen MFSU. Wir brauchen ein Glasfaserkabel und dann haben wir hier einmal entsprechend den Scanner. Und der Scanner arbeitet folgendermaßen. Das heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, wir können Items einscannen für die UU Matter Produktion. Das funktioniert folgendermaßen. Ich gehe einmal ganz kurz hier rüber. Wir haben einmal hier einen Scanner und wir brauchen definitiv noch ein Pattern Storage. Und wir können jetzt verschiedenste Items einscannen. Ihr seht, wenn ich jetzt hier allerdings mal Shift und Shift klicke und ich will hier die Vents einscannen oder den Nuklearreaktor, das funktioniert alles leider nicht. Allerdings, wenn ich jetzt hier das Quad Fuel Rod einscannen möchte, das funktioniert auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt hier einfach mal Iron Ingot als Beispiel und scannen das Ganze. Wie schon gesagt, das Ganze muss neben einem Pattern Storage stehen, damit das halt auch übertragen werden kann. Und da gehen wir mal hier mal ran und dann gucken wir mal verschiedenste Sachen an. Okay, dann habe ich gleich das erste erwischt. Ich habe hier mal was eingescannt. Das ist schon ein bisschen her. Habe hier was entsprechend eingescannt und wenn das gescannt ist, dann erhalte ich die Möglichkeit, das Ganze zu saven. In dem Fall in einem Pattern Storage. So, zack, save und wir sehen, okay, hier in unserem Pattern Storage hier ist jetzt gerade Plutonium drin. Dieses Plutonium kann man dann zum Beispiel mit einem Crystal Memory übertragen, Export to Crystal und so weiter und so fort. Okay, was man noch sagen muss, wir haben hier einmal einen entsprechenden Pattern Storage, den ich schon mal für ein anderes Tutorial genutzt habe. Da ist momentan drin Lapis Lazuli Block und ein Spider Eye. Wir haben jetzt nochmal Plutonium, das können wir Import vom Crystal, können wir hinzufügen. Also haben wir jetzt dann insgesamt 2 von 3, also beziehungsweise haben wir jetzt insgesamt 3 Pattern sozusagen gescannt oder 3 Items gescannt. Und vom Scannen her, eine wichtige Sache noch, die man halt auf jeden Fall noch wissen muss, ist, man hat hier eine gewisse UU-Matter-Angabe. Und da finde ich, da ist Industrial Craft, was jetzt die UU-Matter-Geschichte angeht, in der aktuellsten Version, die ich jetzt hier auch vorstelle, steht auch im Video, ich glaube die 1.15, da ist der Mod noch nicht so vernünftig entwickelt, muss man sagen. Wir haben zum einen, wie schon gesagt, die Vents gehen nicht. Und zum anderen haben wir natürlich hier die ganzen Blöcke. Also das heißt, wir haben jetzt hier einmal einen Lapis Lazuli Block. 37,5 Millibuckets ist vollkommen in Ordnung. Wir können ja mal reingucken in unseren Replikator. Das läuft jetzt hier ungefähr, ich würde sagen, 10 Minuten läuft hier so ein Metal Fabricator. Der hat hier auch nochmal ein bisschen Strom, müsste er eigentlich noch haben. Nee, Strom hat er keinen mehr. Das heißt, eine komplette Box MFE hat er leer gemacht. Es sind 18 Millibuckets an UU Matter hier drin kreiert worden. 37,5 ist okay, ist ein bisschen hoch, passiert. Allerdings, jetzt kommen wir hier dazu. Ich habe jetzt hier mal Spinnenauge, habe ich mal eingescannt. Und dafür würde man 54 Buckets benötigen. Also wir bewegen uns im Millibucket-Bereich und 54, also im Grunde genommen 54.000 Millibuckets. Auch wenn man das jetzt einscannen konnte, das hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt können wir nochmal hingehen zu unserem Pattern Storage hier und wir sehen, das Iron Ingot wird noch entsprechend eingescannt gerade, sind gerade bei 95%, 96%, 97%. Das warten wir einmal nochmal ab und dann sehen wir, dass wir das gleich entsprechend transferieren können, safe. Und wir sehen, okay, gut, es ist jetzt eingespeichert und der Pattern Storage muss dann neben einem Replikator stehen, damit der Replikator entsprechend darauf zugreifen kann. Der Replikator ist das hier und dann kann man hier aus den Pattern Storage sozusagen auswählen, was produziert werden soll aus UU Matter, wenn dann UU Matter vorhanden ist. So viel zum Scanner, vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss.